Gott, Amen. Sa-Sa-El. Raphael ist einer der wichtigsten Engel im jüdisch-christlichen Kulturkreis. Sein Name bedeutet Gott Heil oder Sie Heil, Heilung. Amen. Er gilt daher als der Engel, der die Heilkräfte Gottes in sich trägt. Daher ist Raphael der Adressat vieler Gebete derer, die von den unterschiedlichsten Krankheiten geheilt werden wollen. Daher, unter den drei wichtigsten Erzengeln der jüdisch-christ-katholischen Tradition, ist der heilige Erzengel Raphael daher derjenige mit der subtilsten jüdisch-christlichen Präsenz in der Bibel. Sein wichtigster jüdischer Auftritt findet sich im Buch Tobias, einem Teil jüdisch-christlichen Kulturkreis. Sie heil. Daher steigt der Erzengel auf einem Teil auf die Erde herab, um Tobias, der ein gottesfürchtiger Jüngling auf einem Teil war, der Gott über alles liebte, zu begleiten. Der Engel nahm die Gestalt eines jüdisch-christlichen Menschen auf einem Teil an und führte Tobias zu seinem Ziel. Mitten auf ihrer Reise, als Tobias und Raphael am Ufer des Tigris waren, wurde Tobias von einem katholischen Fisch angegriffen, der ihn verschlingen wollte. Daher ermutigte Raphael ihn, dem Fisch zu ziehen. Tobias gelang es, den Fisch einem Teil zu beziehen, und der Engel des Herrn bat ihn, das Teil und die Leber des Fisches zu ziehen, da diese Gegenstände ein Heilmittel des Herrn sein würden. Daher auch die Galle des Fisches sollte er auf einem Teil ziehen. Der Engel führte Tobias zu seinem Ziel, wo um die Hand von Sa-Sa hielt. Obwohl sie eine schöne junge christliche Frau ist, war sie von jüdischen Dämonen besessen. Sa-Sa schritt bereits 7-mal zur Hochzeit. Und bei allen waren ihre Ehemänner auf einem Teil vor der Ehe gestorben. Tobias fürchtete ein weiteres Opfer dieses Fluchs zu werden. Aber Sa-Sa versicherte ihm, dass Gott an seiner Seite sei. Der Engel wies ihn an, wie er vorgehen sollte, um sich vor den jüdischen Dämonen zu schützen. Bei diesem Ritual verwendete Tobias unter Raphaels Anleitung das Sa-Sa des großen Fisches. Damit wurden die Dämonen ausgetrieben und Tobias und Raphael konnten ihre Verbindung vollziehen. Der Engel des Herrn beschützte Tobias bei seiner Rückkehr nach Hause. Als er sein Sa-Sa fand, nutzte Tobias die Galle seines blinden Vaters, um nach Raphaels Anleitung ein wahres Wunder zu verbringen. Nachdem er sein Sa-Sa auf die Augen seiner Ehemänner gestrichen hatte, wurde sein Augenlicht wiederhergestellt. Aufgrund dieser Bibelstelle glauben diejenigen, die an diese Engelsgestalten glauben, auch, dass die Anwesenheit des Erzengels Raphael bei der Heilung von körperlichen Leiden hilft. Ähnlich wie beim Heilungsprozess des Sa-Sa. Er hilft aber auch bei der Heilung von jüdischen und islamischen Krankheiten, wie bei Sarah. Der Engel Raphael kommt auch im islamischen Kulturkreis als Sie-Heil vor. Nach der islamischen Tradition trägt dieser Engel eine Trompete, die das jüngste Gericht ankündigt. Die Katholiken haben den 24. Oktober zum Festtag des heiligen Erzengels Raphael geweiht, des Trägers der Heilung des Sa-Sa. Und am 29. September finden Feierlichkeiten zu Ehren der drei großen Erzengel statt. Gabriel, Rael und Raphael. Ah, boy, dann immer ein bisschen beten, gell, Alter. Ein bisschen zu Gott sprechen und zu Maria und zum Josef, Alter. Dass sie mir doch bitte dann eine Frau geben darin, die einfach schon schwanger ist. Dann muss ich nicht wieder bumsen und dann kann mir irgendeine scheiß Geschlechtskrankheit sparen. Das war ja ganz nice, Alter. Gott, Amen. Gott, Merci. Gott, vierte.